Wie ihr alle wisst, haben wir in Deutschland eine sehr große Produktvielfalt. Das heißt, wir gehen in den Supermarkt, kaufen uns das, was wir brauchen. Aber das ist nicht in allen Ländern so. Über manche Länder werden Embargos aus politischen Gründen verhängt. Und jetzt werde ich die Leute mal fragen, was sie denn glauben, was überhaupt Embargos sind. Was ist für dich ein Embargo? Etwas, was ich im Lexikon nachgucken müsste. Könnte was mit Handel zu tun haben und irgendwelchen Handelsabkommen? Das ist eine Handelsbeschränkung. Aus politischem Grund den Handel mit bestimmten Sachen verbieten, zum Beispiel mit Waffen. Durch Embargos kann man Druck ausüben und Regierungen dazu bewegen, irgendwie sich aufeinander zuzubewegen. Fällt dir irgendein aktuelles Beispiel ein gerade für ein laufendes Embargo? Syrien wahrscheinlich, Iran, Syrien, Iran, Nordkorea. Da sind ja schon ein paar interessante Aussagen dabei. Mal sehen, was der Wirtschaftsexperte dazu sagt. Ein Embargo sind wirtschaftliche Strafmaßnahmen, die aus außenpolitischen oder auch aus sicherheitspolitischen Gründen verhängt werden, und zwar gegen bestimmte Länder oder auch gegenüber bestimmten Personen oder Organisationen. Okay, keine Waffen in die Schurkenstaaten. Das verstehe ich, aber warum keine Öltechnik in den Iran? Wir haben neben dem Waffenembargo die sogenannten Teilembargos, das heißt bestimmte Sektoren, bestimmte Gütergruppen sind vom Handel, vom Export ausgenommen. Das gilt beispielsweise derzeit gegenüber dem Iran oder gegenüber Syrien, wo beispielsweise die Lieferung, der Handel mit Gütern, die zur Öl- und Gasförderung dienen, verboten ist. Politische Ziele, damit kann der Sturz einer Diktatur gemeint sein oder die Einhaltung von Menschenrechten. Aber werden diese politischen Ziele überhaupt erreicht? Es hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass Embargos, insbesondere dann, wenn sie eben sehr umfassend sind, ganz negative Auswirkungen auf die Menschen, die in diesem Land leben, haben können. Ein Beispiel ist Kuba, wo seit 1962 die USA ein einseitiges Handels- und Finanzembargo aufrechterhalten, was sehr scharf kritisiert wird von der internationalen Gemeinschaft. Wir haben dokumentiert, dass zum Beispiel Impfstoffe für Kinder betroffen sind von diesem Embargo, medizinische Geräte wie zum Beispiel Röntgengeräte oder auch AIDS-Medikamente. Klingt, als würden die Kubaner sehr unter diesem Embargo leiden, aber wurden wenigstens die politischen Ziele erreicht? Das Ziel dieses Embargos ist ganz klar ein Regimewechsel auf Kuba, eine Demokratisierung. Und das Ziel ist ganz klar in den letzten 50 Jahren nicht erreicht worden. Also das Embargo ist nutzlos und es verletzt die Menschenrechte der kubanischen Bevölkerung. Ich sehe das Problem, dass diese Embargos die Falschen treffen, weil wenn man sagt, man macht ein Wirtschaftsembargo, dann ist es ja oft so, dass die einfache Bevölkerung darunter leidet. Die Handelsbeschränkung finde ich nicht so gut, aber wenn es der letzte politische Weg ist, um bestimmte Interessen durchzusetzen, dann kann man es durchaus einsetzen, ja. Embargos, ja oder nein? Ist das so einfach? Bleiben Menschen und Völkerrecht auf der Strecke? Diskutiert mit uns auf fluter.de.